Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Heute, im zweiten Teil der fünfteiligen Podcast-Serie, wird es um die Wirkweise von Medikamenten gehen. Und wir werden uns auch ansehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Kind mit ADHS oder ADS Ritalin oder Ähnliches bekommen kann. Die meisten Eltern sind ja keine Ärzte und all die komplizierten Bezeichnungen verunsichern, egal ob man mit seinem Kind ganz am Anfang der ADHS-Reise steht oder einen Teil des Weges schon hinter sich hat. Hallo, ich bin Anna, vor 15 Jahren noch verzweifelte Mama eines Kindes mit ADHS, aber heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 19-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, heute werden wir uns, wie schon in der vergangenen Woche angekündigt, wieder der Frage widmen, ob Medikamente Teil im Therapiemix bei Kindern mit ADHS bzw. ADS sein sollen. Denn diese Frage, diese Entscheidung ist für ganz viele Eltern das Belastendste. Es ist die Frage und die Entscheidung, wo sie die meisten Ängste und Zweifel haben. Denn wie alle Arzneimittel haben auch Medikamente für Kinder mit ADHS oder ADS Wirkungen und Nebenwirkungen. Und vor allem die Nebenwirkungen sind es, die viele Eltern davon abhalten, den Griff zu Medikamenten zu wagen. Denn es geht hier, wie im ersten Teil dieser Serie schon festgestellt, um das Allerwichtigste in unserem Leben, um unsere Kinder. Und da wollen wir auf gar keinen Fall einen Fehler machen. Um hier also mit ein paar Mythen und Unklarheiten aufzuräumen, wollen wir uns heute einigen Fakten widmen. Konkret sehen wir uns an, welche Verbesserungen Medikamente bringen können, welche Nebenwirkungen auftreten können, dass nicht alle Kinder auf die Medikamente ansprechen, was an der Behauptung dran ist, Ritalin und Co. würden süchtig machen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wenn ein Kind mit ADHS oder ADS mit Medikamenten unterstützt werden soll. Bevor wir aber loslegen, noch drei Ankündigungen. Für die von euch, die nicht so richtig Podcast geübt sind, in den Shownotes, also dem Text unterhalb der Podcast-Folge, findet ihr immer Links und Ressourcen, die ich im Podcast erwähne, also zu anderen Beiträgen oder interessanten Büchern oder Videos oder sonstigen für euch wertvollen Quellen. Und wer gerne in Ruhe nochmal alles nachlesen möchte, der kann das im begleitenden Leitfaden-PDF unter www.adhshilfenet/medikamente2 tun. Medikamente 2 nur mit der Ziffer 2 und ohne Bindestrich. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Dorthin packe ich euch auch all die Quellen, aus denen die vielen Informationen stammen, vor allem in der heutigen Episode. Das heißt, dort seht ihr, auf welche Studien und wissenschaftlichen Berichte sich die Dinge stützen, von denen wir heute und auch in zukünftigen Podcast-Episoden hören. Viele von euch wird es auch freuen zu hören, dass im April 2021 ein kostenloses Webinar stattfinden wird. Thema wird der Stress sein, zu dem es in Familien mit ADHS oder ADS kommt, Stress, der durch die Symptome und Verhaltensweisen unserer Kinder entsteht. Ich möchte euch in dem Webinar Lösungen vermitteln, wie ein entspannteres Familienleben wieder möglich sein kann, vor allem jetzt in Zeiten von Covid. Einen Platz könnt ihr euch dafür reservieren, sobald ich den Link dafür per Newsletter aussende. Wer den noch nicht abonniert hat, kann das gerne unter www.adhshilfenet/newsletter tun. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Alles, was nötig ist, ist euer Vorname und eure E-Mail-Adresse. Und letzter Punkt, und dann legen wir auch schon los.
Wie auch schon in der letzten Episode möchte ich betonen, dass ich dem Thema Medikamente gegenüber völlig neutral eingestellt bin. Was ich möchte, ist euch eine Entscheidungsgrundlage für eure ganz spezifische Situation zu geben. Das vorausgeschickt widmen wir uns erstmal der Frage, inwiefern Medikamente erwiesenermaßen Besserung bringen. Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Bereichen, in denen Kinder mit ADHS oder ADS durch Medikamente unterstützt werden können. Erstens einmal verbessern Medikamente die Daueraufmerksamkeit und die Konzentrationsleistung. Das heißt, Kinder, die Medikamente erhalten, können sich in der Regel länger konzentrieren, können länger aufmerksam sein und so werden auch Flüchtigkeitsfehler reduziert. Außerdem wird die Ablenkbarkeit vermindert. Der Vogel oder das Eichhörnchen vor dem Fenster, das Fussel am Boden oder ein vorbeikommendes Haustier oder auch, dass in der Klasse irgendjemand sein Mäppchen öffnet, all das sind Dinge, die dann bei weitem nicht mehr so ablenken wie ohne Medikamente. Außerdem wird die motorische Unruhe verringert. Die Kinder sind ja sehr hebelig, kippeln oft mit dem Stuhl, reden unentwegt. Auch all das wird durch Medikamente verbessert. Darüber hinaus verbessert sich die Koordinationsfähigkeit. Unsere Kinder wirken ja oft sehr unkoordiniert und fahrig. Und komplexe motorische Leistungen werden ebenfalls verbessert. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, die Verminderung impulsiver Verhaltensweisen. Wie wir alle wissen, bringt ja das impulsive Verhalten eigentlich die meisten Spannungen, den meisten Unfrieden in die Familie. Und dieses impulsive Verhalten verbessert sich unter Medikation. Darüber hinaus wird auch die Selbstkontrolle verbessert. Nicht zu verwechseln mit der Impulsivität. Unter Selbstkontrolle ist eher gemeint, dass man seine Bedürfnisse besser regulieren kann. Des Weiteren wird unangemessenes Verhalten während der Bearbeitung einer Aufgabe reduziert. Es wird weniger gekaspert, es wird weniger oft aufgestanden, es gibt weniger Ablenkungsversuche, es gibt weniger Zeigen von Widerstand etc. Und schließlich, für die Schule ganz wichtig, lautes Störverhalten wird minimiert. Auch das Filtern von Reizen kann durch Medikamente erleichtert werden. Das ist deshalb wichtig, weil es Kinder mit ADHS und ADS kaum schaffen, wesentliche Reize von unwesentlichen zu trennen. Statt nur die wichtigsten Reize reinzulassen, prasseln nämlich auf die Gehirne von Kindern mit ADHS sämtliche optischen und akustischen Signale ungefiltert ein. Mit diesem Handicap konzentriert zu arbeiten, ist nahezu unmöglich. Um dieses Problem zu verdeutlichen, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr steht im Mittelpunkt eines Kreises, dessen Rand von Menschen gebildet wird. Und die bewerfen euch alle mit Bällen. Es gibt unwichtige weiße Bälle, wichtige grüne und sehr wichtige rote. Die Aufgabe, die ihr nun habt, ist, die weißen Bälle zu ignorieren, alle roten zu fangen, die grünen zu zählen, euch nicht treffen zu lassen und dabei auch noch einer Geschichte genau zuzuhören. Und genau so empfinden Menschen mit ADHS und ADS die Reize, die in bestimmten Situationen auf sie einströmen. Medikamente helfen dabei, die weißen Bälle unsichtbar zu machen und die grünen und die roten Bälle einzeln statt gleichzeitig vorbeizuschicken. Gut, das wäre einmal das Wesentlichste zu den erwünschten Wirkungen. Allerdings gibt es natürlich auch einige Pferdefüße. Und der erste davon ist, dass manche Kinder mit ADHS nicht auf die Medikamente ansprechen. Methylphenidat, auch landläufig unter Ritalin bekannt, obwohl es auch noch andere Medikamente gibt, die diesen Wirkstoff enthalten, wirken nicht bei allen Betroffenen, sondern bei nur rund 70%. Der zweite Wirkstoff, der seit 2005 für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen zugelassen ist, ist Atomoxetin. Die Effekte von diesem Wirkstoff sind laut Studien etwas geringer und führen bei nur gut 60% zu deutlichen Verbesserungen der Symptome. Bei etwa einem Drittel der Kinder wirken die Medikamente also entweder nicht oder sie vertragen sie nicht. Überhaupt ist die Wirkung sehr individuell, vor allem was die Dosis anbelangt. Manche Kinder berichten von deutlichen Verbesserungen bei geringen Dosen, andere wiederum erst bei hohen. Das heißt, es kann dauern, bis man die ideale Dosierung gefunden hat. Viele beginnen mit niedrigen Dosierungen und steigern das Medikament dann langsam bis zur passenden Dosis, die auf diese Art schrittweise ermittelt wird, alles natürlich in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Auch sprechen nicht alle Kinder auf die Wirkstoffe gleichermaßen an. Das heißt,
Manche Familien müssen verschiedene Medikamente durchprobieren, bis sie das Passende für ihr Kind gefunden haben. Und manche finden das Richtige leider nie. Auch das kann vorkommen. Zu den einzelnen Substanzen, die im deutschsprachigen Raum erhältlich sind und auch zu deren Wirkweise, verlinke ich euch in den Shownotes zu ADHSpedia, einem Portal, auf dem Informationen veröffentlicht werden, die auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen und anderen zuverlässigen Quellen basieren. Gut, aber jetzt zu den viel gefürchteten Nebenwirkungen. Wenn man die Beipackzettel sämtlicher Tabletten liest, kann man als Mama oder Papa schon Muffensausen kriegen oder besser gesagt Panik. Aber wie bei jedem anderen Medikament auch, können diese Nebenwirkungen auftreten, müssen aber nicht. Oft kommt es zu der einen oder anderen Nebenwirkung auch nur dann, wenn die Dosis oder der Wirkstoff nicht passen. Zum Beispiel könnte dann aber statt Methylphenidat, also dem Wirkstoff in Ritalin, Atomoxetin, der Wirkstoff in Strattera, passen. Deshalb sage ich das jetzt schon an dieser Stelle. Habt hier wirklich Geduld und bleibt dran. Gebt nicht gleich bei der ersten kleinen Nebenwirkung auf. Testet unterschiedliche Dosierungen und Medikamente durch. Die Chance, dass ihr nach einigen Wochen oder eventuell erst nach einigen Monaten dann doch das Richtige für euer Kind findet, ist relativ groß. Gut, dann zurück zu den Nebenwirkungen. Die häufigsten möglichen Nebenwirkungen sind jedenfalls folgende: Appetitminderung und Appetitverlust, Gewichtsverlust, Wachstumsstörungen. Und diese drei sind natürlich gleich mal das, wo viele Eltern die Nerven relativ schnell verlassen, denn die meisten Kinder mit ADHS sind ohnehin relativ dünn. Dann kommt es auch manchmal zu Schlafstörungen, zu Müdigkeit. Zum Thema Schlafprobleme wird im Übrigen im März ein Podcast erscheinen. Aufzeichnungen zu einem Facebook-Live davon gibt es schon auf meiner ADHS-Family-Seite auf Facebook. Dann haben wir, wie bei vielen anderen Medikamenten auch, Puls- und Blutdrucksteigerungen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Hautausschlag, Haarausfall. Und auf der psychischen Seite sind zu nennen Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, Tics und Ängstlichkeit. Gerade der Punkt mit den Wachstumsstörungen bereitet vielen Eltern, wie gesagt, Sorgen, denn nicht selten sind Kinder mit ADHS sowieso recht klein und dünn und gerade im ersten Jahr der Einnahme geht das Körperwachstum oft zurück. Außerdem leiden die Kinder parallel dazu, ebenfalls zu Beginn der Behandlung, immer wieder an Appetitmangel und klar nehmen viele dann auch ab. Hier kommt allerdings das nächste Aber. Erstens gibt sich der Appetitverlust bei vielen Kindern nach einiger Zeit, wenn sie das Medikament dann gewöhnt sind, und den Wachstumsrückstand, den holt der Körper in der Regel auf, wenn regelmäßige Einnahmepausen gemacht werden. Insgesamt werden die Nebenwirkungen von Methylphenidat jedenfalls als eher gering eingestuft und die Nebenwirkungen sind in der Regel auch reversibel, das heißt, sie verschwinden wieder bzw. werden irgendwann wieder ausgeglichen. Außerdem ist die Wirksamkeit bzw. die Verträglichkeit von Methylphenidat, und das ist ja immerhin das am häufigsten eingesetzte Mittel, schon in über 150 Studien im Kindes- und Jugendalter belegt worden. So, jetzt aber zu einer der Gretchenfragen beim Thema Medikamente. Machen Medikamente für Kinder mit ADHS und ADS süchtig? Leider ist eine oft gehörte Meldung in den Medien und auch eine Aussage, die in diversen Foren immer wieder besorgten Eltern Angst macht, die Behauptung, dass die medikamentöse Behandlung von Kindern mit ADHS und ADS zur Abhängigkeit von den verabreichten Medikamenten führen kann. Oft fällt dabei auch das Wort Kinderkoks. Vor allem bei dem Vergleich der Wirkung von Methylphenidat und der von Kokain, weil beide Substanzen auf das Dopaminsystem wirken. Allerdings, hier muss sehr wohl unterschieden werden zwischen einem Medikament, das unter ärztlicher Aufsicht in der entsprechenden Dosis verabreicht wird, um Normalität im Gehirn herzustellen, und einer Droge, die mit einem einmaligen, schnellen Kick nicht Normalität herstellt, sondern einen Rauschzustand. Studien zeigen außerdem, dass auch eher die Jugendlichen später zu Drogen greifen, denen eine Behandlung verwehrt worden ist, als diejenigen, die ADHS-Medikamente unter kontrollierten Bedingungen erhalten haben. Dazu ist auf der Seite von ADHS Deutschland zu lesen, dass Menschen mit ADHS zwar grundsätzlich anfälliger für Suchtverhalten als gesunde Menschen sind, aber dieses Risiko wird durch die Störung selbst verursacht und nicht durch die Therapie.
Wissenschaftliche Studien haben sogar gezeigt, dass das Suchtrisiko bei medikamentös behandelten ADHS-Patienten geringer ist als bei nicht behandelten. Ich verlinke euch im Übrigen in den Shownotes zu ADHS Deutschland. Und auch in einem Buch, in dem das Thema Medikamente eher vorsichtig behandelt wird, berichten die Autoren, dass Kinder, die medikamentös behandelt werden, im Erwachsenenalter ein geringeres Suchtrisiko im Vergleich zu unbehandelten Kindern mit ADHS haben. Das heißt, ein Jugendlicher mit ADHS, der es irgendwie schafft, heimlich seine Medikamentendosis zu steigern, was bei einem verschreibungspflichtigen Medikament gar nicht so einfach ist, hätte ohne die benötigte Behandlung höchstwahrscheinlich sowieso zu Cannabis, Kokain oder Ähnlichem gegriffen. Es klingt hart, aber die Studien zeigen es deutlich. Wenn man seinem Kind die notwendige Behandlung vorenthält, ist das Suchtrisiko später sehr viel höher. Aber warum? Nun, unsere Kids werden eher von Kokain, Alkohol und Ähnlichem abhängig, wenn sie todunglücklich sind. Und das sind sie in der Regel, wenn ihnen nicht geholfen wird. Dazu schreibt auch eine sehr anerkannte Heilpädagogin. Was macht süchtig, schreibt sie. Die ADHS-Thematik wird immer wieder mit Suchtverhalten über die Wirkung von Medikamenten in Zusammenhang gebracht. Nach meinem Beobachten sind alle Kinder suchtgefährdet, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben. Das heißt, nicht die Medikamente treiben in die Sucht, sondern die Probleme, mit denen junge Menschen zu kämpfen haben, wenn sie nicht ihren speziellen Bedürfnissen entsprechend begleitet werden. Und zu einer solchen Begleitung können eben auch Medikamente gehören, um mit sich selbst und der Welt da draußen wieder klarzukommen. Damit aber im Hinblick auf Medikamente alles reibungslos ablaufen kann und die positiven Effekte von ADHS-Medikamenten zur Geltung kommen können, gleichzeitig aber auch die Nebenwirkungen so gering wie möglich gehalten werden können, muss man auf einige Dinge achten. Und darauf werfen wir jetzt mal einen Blick. Eine der wichtigsten, wirklich allerwichtigsten Voraussetzungen für eine Medikamentengabe ist laut S3-Leitlinie 2018, dass sie nur von einem entsprechend qualifizierten, ich wiederhole, von einem entsprechend qualifizierten Facharzt oder einem ärztlichen Psychotherapeuten durchgeführt werden soll. Das heißt, nur der Beruf des Psychiaters, des Kinderarztes oder des Psychotherapeuten reicht noch nicht. Diese Fachleute müssen eben entsprechend qualifiziert, das heißt auf ADHS spezialisiert sein. Weil nur, wenn die medikamentöse Behandlung von jemandem begleitet wird, der wirklich Ahnung von der Vielschichtigkeit von ADHS hat, ist die Chance auf Erfolg gegeben. Sucht euch also wirklich jemanden, der auf diesem Gebiet erfahren ist, und fahrt lieber ein paar Kilometer weiter. Und nehmt nicht einfach einen Arzt oder einen Therapeuten, der am nähersten von euch seine Praxis hat, einem, der zwar auf seinem Schild unten an der Tür Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin oder Ähnliches stehen hat, der aber das Gebiet der ADHS in seiner Ausbildung gerade mal gestreift hat. Gut, wir nehmen jetzt an, ihr habt einen wirklich guten Arzt gefunden und die Entscheidung für die Gabe von Medikamenten ist getroffen. Dann müssen aber noch weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens mal muss nach einer Reihe von Untersuchungen das individuell passende Medikament für jedes Kind gefunden werden. Zweitens sollten ab dem Beginn einer medikamentösen Behandlung bzw. auch bei jeder Veränderung der Dosierung sowohl die Wirkungen als auch die Nebenwirkungen notiert werden, damit ihr dem behandelnden Arzt davon berichten könnt und damit ihr auch selbst einen Überblick über die Reaktionen von eurem Kind auf das Medikament habt. Das ist nicht nur wichtig, um zu entscheiden, ob die Dosis bzw. das Medikament passen, sondern es hat auch den Vorteil, wenn man sich notiert, wie es läuft, kann man Veränderungen leichter feststellen, als wenn man versucht, sich daran zu erinnern, wie es damals vor einem Jahr eigentlich gewesen ist. Außerdem sind regelmäßige Verlaufskontrollen notwendig, die mindestens alle 6 Monate stattfinden sollen. Sie sind nötig, um zu sehen, ob sowohl das Medikament als auch die Dosis noch immer passen, ob nach wie vor keine Nebenwirkungen aufgetreten sind, beziehungsweise ob denn überhaupt noch ein Medikament nötig ist. Dann sollten alle paar Monate Körpergröße, Gewicht, Puls und Blutdruck eures Kindes kontrolliert werden. Und der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das höchste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen, hat festgelegt, dass es bei einer Dauertherapie von mehr als 12 Monaten mindestens einmal im Jahr auch behandlungsfreie Zeiträume geben soll. Auch die sollten dokumentiert werden.
Die Auslassversuche, also diese behandlungsfreien Zeiträume, werden klarerweise für die Ferien empfohlen. Weil wenn es dann mit der Konzentration wieder ein wenig hapert und es wieder öfters zu Hyperaktivität oder Ausrastern kommt, ist das natürlich in den Ferien besser verkraftbar als in der Schule bzw. während der Schulzeit mit Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten etc. Gut, meine Lieben, heute ist es ganz schön wissenschaftlich zugegangen, ich weiß. Aber das ist nun mal nötig, wenn man ein so wichtiges Thema wie das Thema der Medikamentengabe beleuchtet. Nächste Woche wird es dann weniger medizinisch. Denn während wir uns heute damit befasst haben, was medikamentenseitig bei der Behandlung von Kindern mit ADHS und ADS zu beachten ist, werfen wir nächste Woche einen Blick darauf, was auf der Seite des Kindes und dessen Familie, also patientenseitig, alles eine Rolle spielt. Erst dann können wir über das Für und Wider von Medikamenten bei ADHS und ADS nachdenken. Gut, dann erinnere ich euch nochmal an das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/medikamente2 herunterladen könnt. Und vergesst nicht, euch für den Newsletter anzumelden, wenn ihr beim Webinar dabei sein wollt. Bis nächste Woche dann!